Hi Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Game, wo wir uns mal anschauen wollen. Ich habe dafür 12,49 € bei Steam bezahlt, also will ich es verdammt nochmal auch spielen. Nein, ich habe das Spiel tatsächlich durch Zufall entdeckt und war ganz angetan, weil ich dieses Rock-Crawling, um was es hier ausschließlich geht, ziemlich cool finde. Und deswegen wollen wir uns das Ganze mal angucken, meine Lieben. So, jetzt pass mal auf, was wir machen. So, ich bin schon Level 3, weil ich habe es im Livestream schon mal angespielt. Wir haben verschiedene Fahrzeuge, die wir uns auswählen können. Ne? Man sieht hier schon so leicht. Ab Level 5, ab Level 7, ab Level 9. Und wir nehmen uns mal den Kollegen, das ist nämlich der erste. Und gehen quasi mal in die erste Stage, habe ich hier schon gemacht. Die zweite Stage oder die zweite Map habe ich schon außer die Stage 3 gemacht. Seht ihr? Das kann man eigentlich nochmal machen. Das Problem ist, man kann die Stages nicht einzeln auswählen. Man muss dann immer wieder alle drei Stages mit einmal machen. So, passt auf. So sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Ich glaube, es ist doch ein bisschen laut. Moment. So. So sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Und es geht hier um nichts anderes, wie durch diese Hütchen, durch diese Tore zu fahren. Die kennzeichnen uns den Weg. Ihr seht, es ist... Das ist jetzt das erste, davon ist das zweite. Wir haben insgesamt 10 Tore, die wir passieren müssen. Dann noch die Finishline. Und ja, es läuft eine Zeit ab von 5 Minuten. Denn länger haben wir nicht Zeit, um quasi hier alles zu bewerkstelligen. Und ich finde es ziemlich cool, weil ich finde es von der Physik her, wie jetzt hier die ganze Federung vom Fahrzeug und so weiter, wie das alles arbeitet, ziemlich cool gemacht. Ich finde es nice, dass es in dem Spiel ausschließlich um dieses Rockcrawling geht. Das ist ja auch mal was. Ich muss aber dazu sagen, 12,50 € ist natürlich nicht gerade günstig für so ein Game, ne? Aber man weiß ja auch immer nicht, wie viel... Ich kenne mich entwicklungstechnisch da nicht so aus. Man weiß ja immer nicht, wie viel da an Arbeit und Zeit auch drin steckt. So, da drüben ist die 6. Da müssen wir hin. Müssen natürlich ein bisschen aufpassen. So, jetzt geht's hier gut bergab. Okay. Volle Konzentration. Die erste Stage ist vielleicht noch relativ easy. Ihr könnt ja, falls ihr das Game habt, falls ihr euch das Game holt oder was auch immer, mir auch gerne mal eure Zeiten in die Kommentare schreiben. Es ist eine nette Sache für zwischendurch. Aber es ist natürlich kein AAA-Titel mit Full Story. Ja, das muss man auch ganz klar dazu sagen. So, jetzt müssen wir da rüber. Da fahren wir jetzt einfach mal hier rum. Man kann mit T in den zweiten Gang schalten. Dann geht es nochmal ein bisschen flotter voran. Ich glaube, runterschalten tut er dann automatisch wieder. Ich sag mal jetzt gerade noch nichts, weil dann weiß ich, geht's wieder schief. Oh, entschuldigt, ich habe immer noch so einen räudischen Husten aus dem Urlaub. So, pass mal auf. Jetzt müssen wir hier hoch. Da haben sie uns das letzte Tor nochmal ein bisschen schwieriger gemacht. Schön mit der Lenkung arbeiten. Okay. Mit der Lenkung arbeiten bringt hier in dem Fall nichts. Außer, dass wir uns festfahren. Aber vielleicht kommen wir hier so hoch. Nee. Oh, oh, oh. Müssen wir aufpassen. Wir hatten Gott sei Dank einen guten Allrad. Und wir haben extra wenig Luft drauf gemacht. Ne? Nicht, dass wir die Felgen kaputt machen. Sondern... Oh, 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 oh. Seht ihr? Hier ganz wenig Luft. Lol. An der Stelle hing ich im Livestream schon mal, ne? Warte mal, wir können irgendwie... Komm schon! Jetzt stell dich nicht so an, verdammt nochmal! Ich habe mir so überlegt, das könnte eigentlich... Oh, wir können uns zurücksetzen? Lol, echt? Also mit R kann man sich auch zurücksetzen. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Pass mal auf, wir versuchen mal über den Stein zu kommen. Könnte ich eigentlich die Aufnahme schon wieder ausmachen. Ne? Es macht mich richtig wütend, sowas. Dieses verkackte Krankheitsmüll. Mist immer. Ah. Mann, jeder hat die Seuche. Überall geht es immer rum. Und man bleibt auch einfach nicht davor geschont. So, da hinten ist die 10.
Ich habe nicht mehr viel Zeit, ich muss jetzt. Aber ich habe mir so überlegt, das wäre eigentlich echt mal eine lustige Sache für die Jean. Oder? Das wäre doch mal cool. Mich würde mal interessieren, wie sie sich da anstellt, ne? Nein. Oh, haben wir Glück gehabt. So, komm, wir haben noch kein Hütchen umgefahren. Wir haben uns zweimal zurückgesetzt. Bisschen mit Anlauf, komm schon. Jawohl. Das ist die Finishline. Ich wäre hier wahnsinnig. So, jetzt aber. Zweiter Gang. Ab geht die Luzi. Haben wir geschafft. 34 Sekunden haben wir noch. Alter Vater. Ich habe hier den Fußboden voll gerotzt. Sauerei. Das Zurücksetzen zählt schon mal nicht. Also gut. Overall Score 100, 0 von. Perfekt. Next Stage. Okay, das heißt Stage 2. Ja, wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt das mal in die Kommentare und ich versuche mal die Cheat zu überreden. Ob sie da vielleicht auch mal Lust drauf hat. Ich würde mal interessieren, wie sie sich hier anstellt. Aber ich denke, das ist eigentlich ganz lustig. So, pass auf hier. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. So, Stage 2. Die habe ich auch schon mal gemacht. Ich fahre jetzt mal nicht hier drüber, sondern ich fahre jetzt mal hier außen rum. Ja, man soll ja den Weg des geringsten Widerstands nehmen. Wir sind einfach wie Wasser. Wir fließen den Weg des geringsten Widerstands. So, jetzt müssen wir aber irgendwie dahinter. Okay, das sieht ja eigentlich alles noch relativ easy aus. Ich glaube, wir sind auch gerade Level Up gewesen, oder? Aber ich glaube, ab Level 4 gab es noch nichts. Level 5 müsste dann... Nein. Oh, Sau. Haben wir kein Hütchen getroffen? Sehr gut. So, hier müssen wir mal schauen. Easy. Wo ist die 8? Oh, lol. Da hoch. Okay, fahren wir da hoch. Jetzt wird es nochmal interessant. Also, in Real Life ist das... Ich weiß nicht, ob ich mich getrauen würde... In Real Life mich in so ein Fahrzeug zu setzen. Muss ich jetzt ehrlich mal zugeben. Weil hier auf so einem Felsen rumzufahren und dann, wenn ich sehe, wo es hier runter geht, also beim besten Willen, da wäre der Spaß bei mir eigentlich vorbei, muss ich ehrlich sagen. Ach, lol, da drüben ist die 9. Oh, da sind wir jetzt ein bisschen blöd gefahren. Könnten wir aber hinkriegen. Ja, sehr gut. Da ist die 10. Also es wäre schon mal interessant in Real Life, aber ich glaube nicht, dass ich da mitfahren würde. Ich weiß nur, damals bei der Bundeswehr sind wir auch mit den Jeeps, mit diesen Wolf-Jeeps sind... Wie hießen die Wolf? Hießen die Wolf? Ich glaube. Sind wir auch im Wald rumgebreddert. Und das war schon lustig und hat schon Spaß gemacht. Aber da sind wir auch so einen Berg runtergefahren, da bin ich vorher ausgestiegen. So, die Stage hier habe ich übrigens noch gar nicht gemacht. Also, die ist mir für gänzlich unbekannt. Wo ist die 2? Ah, okay. So. Okay. Ja, deswegen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, würdet ihr bei sowas mitmachen? Ich bin mir nicht sicher. Also, ich glaube, ich hätte da schon Angst davor. Wenn ich das jetzt mal ehrlich zugeben darf. So. Okay. Okay, nice. Das ist die 4. Und ab geht die Luzi. Und ab geht die Luzi. Und ab geht die Luzi. Whoops. Oh, da hinten ist die 5. Ja, lol. Das ist aber ganz schön weit. Gebt mal Gas, fahren schön außen rum. Boing. Okay. Haben wir die Slicks drauf, oder was? Ach, du Kacke. Wir hätten das Hütchen so dahingestellt, das geht ja gar nicht. Boah, lol. Ja. Die Stelle war immer noch krumm, immer noch gerade. Da fahren wir direkt nochmal dagegen. Komm schon. Also, man kann sich hier tatsächlich wirklich... Es ist cool gemacht. Ich finde, dass es von der Fahrphysik und alles halt ziemlich cool ist.
Also wie der sich hier so durchwühlt, das ist schon beachtlich. Okay. So, jetzt testen wir das hier nochmal. So, Gate 8. 8, 9, 10, die liegen jetzt direkt hintereinander. So. Okidoki. So, so, so. Perfekt. Perfekt. Alter, ohne ein Hütchen. Ja, bitte. Alle drei Stages. Aber das war doch schon gut, oder? Wir sind Level 5. Wir gucken mal ins Main-Menü. Haben wir eigentlich was Neues bekommen? Ja, haben wir ein neues Fahrzeug gekriegt. Sehr cool. Und wir haben... Die muss ich nochmal machen. Das stört mich hier, das Stage 3. Da habe ich ein Hütchen getroffen. Wir haben quasi die dritte Map. Es gibt noch eine vierte, eine fünfte, eine sechste, eine siebte. Okay, es gibt noch ein paar Maps. Leute, ich guck mal. Vielleicht kann ich die Teen überzeugen. Vielleicht hat sie da mal Bock drauf. Ich glaube, das wäre echt ganz lustig. Und ihr lasst mir mal ein Däumchen da und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch Bock drauf habt. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Und ein wunderschönes Wochenende euch. Genießt das schöne Wetter heute. Morgen gibt's Gewitter. Tschüss.